Wir wollen jetzt einen Blick über die Grenzen werfen. Ich freue mich noch einmal zum Abschluss des heutigen Kongresstages auf ein wirklich sehr hochkarätig besetztes Podium. Es geht darum, über die Herausforderungen und Strategien in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Südtirol zu sprechen. Wie hat man in den verschiedenen Destinationen die Herausforderungen der letzten Jahre gemeistert? Was hat man aus der Erfahrung mitgenommen? Wie sehen wir die aktuelle Situation? Was können wir uns abschauen, der eine vom anderen? Und was können wir in Zukunft auch gemeinsam machen? Ich bitte Sie um einen herzlichen Applaus und die Herren nacheinander auf die Bühne. Begrüßen wir einmal Otto Lindner, den Vorsitzenden des Vorstandes IH Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Lindner. Schön, dass Sie bei uns sind. Eine ganz charmante Präsidentenrunde habe ich da. Manfred Pinsker, wir freuen uns sehr, den Präsidenten HGV Hoteliers und Gastwirteverband aus Südtirol. Hallo. Ich bitte zu uns Andreas Zülig, Präsident Hotellerie Suisse aus der Schweiz natürlich. Und natürlich freue ich mich auf den Hausherrn Walter Veit für die ÖHV. Herzlich willkommen noch einmal, aber du bist eh schon die ganze Zeit da. So, meine Herren. Mikrofone haben wir gut aufgeteilt. Habt ihr was zum Trinken mitgebracht? So, wir haben ja heute, ihr habt das ja auch mitverfolgt, schon einiges gehört in Sachen Arena-Analyse, was man da jetzt an Erfahrungen mitnehmen kann. Wir haben die Pandemie, wir haben den Mangel an Mitarbeitern, wir haben die Energiethematik, wir haben die Teuerung. Das sind Themen, mit denen Sie alle sich, mit denen ihr euch tagtäglich beschäftigt, notgedrungen. Die Herausforderungen des Klimawandels kommen auch noch dazu. Also das heißt, man muss noch weit in die Zukunft schauen. Also das sind nicht weniger, als wenn man mitgezählt hat, 5 Krisen, die man praktisch gleichzeitig simultan bewältigen sollte. Und da erwartet man von der Tourismuswirtschaft und von der Hotellerie natürlich gute Lösungen, die man dann präsentiert haben möchte. Also ich habe schon gehört, die Journalisten sind euch da zu Leibe gerückt in dieser Zeit und wollten immer schon vorher wissen, was ihr nachher macht. Ich würde gerne mit einer kurzen Einstiegsrunde einmal beginnen, dass ihr mir vielleicht ganz kurz und dem Publikum erzählt, wie habt ihr diese letzten 2 Jahre jetzt mit den Herausforderungen erlebt und wie steht bei euch in den einzelnen Ländern, in den Destinationen, die Branche da? Beginnen wir 2. Ja, wir haben nicht so viel, ganz so viel Zeit. Es war letztendlich zwischen Mut, Hoffnung, blanker Verzweiflung, der Angst, auch blanke Angst. Also Ingrid Hartges, die Hauptgeschäftsführerin von der DEHOGA, hat mir erzählt, dass gestandene Mannsbilder sie weinend angerufen haben und gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Also für uns war es völlig erschreckend, weil wir in deutscher Tradition auch Krisen perfekt organisiert so bewältigen, dass wir dann alles umgesetzt haben, was irgendwie nur möglich war. Ist natürlich im Nachhinein immer schwer, darüber zu sprechen, aber es war brutal, weil wir haben komplett zugemacht. Wir haben 3 Lockdowns gehabt über lange, lange Monate. Gerade das Jahr 2021 war brutal, weil wir hier sehr lange zu hatten. Ja, wir haben es gut überstanden. Wir haben im Jahr 2020 als Hotelverband und auch als DEHOGA unsere Arbeit brutal nach oben gefahren und haben gekämpft bis zur völligen Erschöpfung. Angela Intelkammer war ganz an vorderster Linie, war medial extrem vertreten. Ingrid Hartges war so gut wie gefühlt in jeder Tagesschau. Und wir haben letztendlich eins vermitteln können. Wir fordern keine Subvention, wir fordern kein Staatsgeld, wir fordern Schadensersatz. Und damit sind wir durchgekommen. Wir hatten in 2020 50.000 Euro pro Hotel, aber eine Gruppe wurde nur mit einem Hotel bezahlt. Das heißt, jetzt, wenn ich habe 26 Häuser in Deutschland, ich hätte einmal 50.000 Euro bekommen und das hätten wir nicht durchgehalten. Wir wären tot gewesen. Wir waren ohnehin schon so sehr belastet und das kam stückchenweise. Wir haben überzeugt, wir haben durch Fakten überzeugt und sind letztendlich sehr großzügig entschädigt worden. Eine große Zahl, Deutschland ist ein großes Land, wir haben 23-24 Milliarden Euro Schadensersatz bekommen. Das waren über 40% der Corona-Hilfe, die überhaupt an die Industrie gezahlt wurde. Also wir haben mit unseren Argumenten verfangen und sehen uns jetzt in der Pflicht, auch dieses Gefühl, dass Hotellerie, Gastronomie in Deutschland wichtig ist, auch in die neue Zeit zu bringen. Was jetzt danach passiert ist, ich habe mal gelernt, dass es weiße und schwarze Schwäne gibt. Schwarze Schwäne als ein Ereignis, was man niemals für möglich gehalten hätte. Ich habe jetzt neu graue Schwäne,
nämlich jetzt wie der Krieg in der Ukraine, dass etwas, was man eigentlich für unmöglich gehalten hat, aber dann doch eingetreten ist. Es muss jetzt langsam aufhören. Wir würden gerne mal wieder in Ruhe arbeiten und Geld verdienen. Herr Binsker, schauen wir nach Südtirol. Wie hat die Hotellerie dort diese Zeit erlebt und wie steht die Branche jetzt da? Ja, vorab herzlichen Dank, Walter, Markus und Michi, für die Einladung. Wir sind immer gerne dabei, wenn in Österreich sozusagen das Vaterland ruft, dann kommen wir sehr gerne in einer starken Abordnung, so sind wir auch heute da. Nehme die Gelegenheit auch wahr, um zu gratulieren, 70 Jahre ÖHV, das ist ja ein besonderes Jubiläum. Wir freuen uns alle gemeinsam auf einen tollen Abend heute in der Residenz. Das schon mal vorab. Herzlichen Dank dafür. Ja, wie haben wir die Zeiten erlebt? Eigentlich möchte ich gar nicht mehr zurückdenken. Ich müsste einfach und möchte und sollte eigentlich nach vorne schauen, aber die Frage ist gestellt. Also Unsicherheit, Existenzängste und vieles mehr, was die Familien bedrückt hat. Vor allem wir sind ja vorwiegend in Südtirol Familienbetriebe, nicht? Wie es eigentlich im Alpenraum generell so üblich ist. Wir haben keine Ketten in Südtirol, also Familien, die hinter dem Betrieb stehen. Deshalb, wir konnten nicht zurückblenden oder die stolzen Beiträge, lieber Otto, wie du sagtest, die konnten wir nicht verzeichnen. Staat Italien, wir haben sie heute in den Vorträgen gesehen und so weiter. Damit müssen wir uns wohl oder übel abfinden. Die Ressourcen sind nicht unerschöpflich, aber das Maximale, was man gemacht hat zur Unterstützung und um den Betrieb zu retten, das hat man gemacht. Wir sind natürlich ganz stark abhängig von der römischen Regierung, das ist Fakt. Geld ist keines geflossen, das kann man sagen, minimal. Das sind vielleicht 10%, was in anderen Realitäten geflossen ist. Aber was Italien gemacht hat, das hat im Voraus sogenannte Steuergutschriften gegeben, die wir dann in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten dann verrechnen dürfen. Das wird das Einzige sein, was uns irgendwo dann gerettet hat. Aber schlussendlich muss man doch sagen, um kurz zu bleiben, dass es relativ wenig Insolvenzen und auch Konkurse in unserem Bereich gegeben hat. Das macht die Stärke der Familien aus. Wir sind schon an unsere Reserven gegangen, das muss man sagen. Das ist Fakt. Aber schlussendlich konnten doch die allermeisten Betriebe überleben. Und um das ging es auch uns als Verband. Wir haben ja ca. 4.680 Mitgliedsbetriebe in Südtirol, dürfen uns auch als das Sprachrohr in touristischer, gastronomischer Richtlinie bezeichnen. Unser Auftrag war es, auf römischer Ebene, auf Landesebene, die besten Voraussetzungen rauszuholen. Teils ist es uns gelungen, aber eben leider Gottes sind wir nicht in Deutschland, schon gar nicht zu reden von der Schweiz, lieber Freund Anni, aber wir haben das Beste daraus gemacht und sind heute noch da. Das freut uns. Andreas Zülig, jetzt haben wir gehört, was in Deutschland passiert ist, wie Südtiroler Hoteliers das erlebt haben. Wie war es denn in der Schweiz? Ja, zuerst mal einen schönen guten Abend alle zusammen und auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne nach Salzburg gekommen, gehört zu einer meiner Lieblingsstädte, Wien natürlich auch. Also Österreich ist immer eine Reise wert. Ja, wie ist es der Schweiz ergangen? Also wir haben den Schweizer Weg gewählt und wir sind halt der Vorteil des kleinen Landes ist, wir kennen uns. Und bis zu den Ministern, wir haben die persönlichen Telefonnummern von den Ministern und die rufen uns an, wenn sie eine Frage haben und wir können gute Antworten geben. Nein, Spaß beiseite, wir hatten wirklich ein gutes Lobbying und von Anfang an haben wir dafür gesorgt, dass die Hotellerie nie geschlossen wurde. Und das war ein großer Vorteil auch für die Mitarbeiter. Psychologisch wichtig, auch wenn die Hotels zum Teil fast leer waren, war es wichtig, den Mitarbeitern zu signalisieren, dass sie einen Arbeitsplatz haben, der sicher ist. Oder? Ich glaube, ein Teil des Fachkräftemangels, mit dem wir uns jetzt herumschlagen, hat auch sehr viel mit dieser Corona-Zeit zu tun, ein Teil. Und die Schweiz ist gut gefahren mit dem System, alle Hotels geöffnet zu halten. Die Stadthotel hat massiv gelitten, aber auf der anderen Seite haben die Ferienhotels massiv profitiert. Also ich hatte so ein bisschen als Präsident immer zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite die notleidende Stadthotellerie und die internationalen Orte. Und auf der anderen Seite hatte ich immer die Ferienhotellerie, die zum Teil Rekordergebnisse erzielt hat, weil die Schweizer mussten in der Schweiz Ferien machen. Das war
Also die konnten nicht mehr nach Österreich, die konnten nicht in Südtirol, wo sie auch sehr gerne hingehen, das wissen wir. Und die mussten sozusagen Zwangsferien in der Schweiz machen, fast 2 Jahre. Und das hat uns natürlich geholfen. Wie die geborgten Gäste sozusagen. Und wie wir das genutzt haben, wir haben gesagt, jetzt ist die Chance für uns zu zeigen, dass gewisse Vorurteile, die gegenüber die Schweizer gegenüber der Schweizer Hotellerie haben, teuer, unfreundlich und nicht mehr zeitgemäß, das können wir jetzt korrigieren und versuchen einen Teil, dass nicht mehr alle gleich nach Österreich wieder gehen und in Südtirol, dass ein Teil bei uns bleibt. Und das hat relativ gut funktioniert, das Image hat sich verbessert der Branche. Auch auf der politischen Ebene wurden wir wahrgenommen und ernst genommen. Das war vorher nicht so, so stark. Man hat gemerkt, Tourismus ist systemrelevant für ein Land, auch für die Bevölkerung, für die Life-Work-Balance. Und ich glaube, hier konnten wir einen guten Job machen, indem dass wir auch in der Öffentlichkeit, in der Politik zeigen konnten, wie wichtig das Hotellerie, Tourismus, Gastronomie ist. Und das hat uns ein bisschen geholfen in dieser Krise. Jetzt läuft es sehr gut. Zum Teil die Stadthotellerie ist über Rekordniveau fast. Die sind sehr schnell wieder, waren die auf einem hohen Niveau und sind sehr zufrieden. Also Resilienz, ein modernes Wort, aber das zeigt die Widerstandskraft unserer Branche, der Hotellerie, die ist schon sehr groß. Also wir können mit Krisen, können mit Krisen umgehen und wir sind relativ fit und durch diese Krise jetzt noch fitter, um mit Krisen umgehen zu können. Ja, Resilienz ist ja ganz eine wesentliche Eigenschaft, Walter Veit, wenn man da so komprimiert wirklich noch einmal hört, wie unsere Nachbarn, unsere Unmittelbaren damit umgegangen sind, wie unterschiedlich das untereinander war und wie unterschiedlich auch zu uns und wie man jetzt dasteht. Ja, wenn ich zu dem Punkt auch noch was sagen darf, wie es uns gegangen ist in den letzten Jahren, brauche ich euch nicht erklären, wir haben es ja alle erlebt. Aber was mir wichtig ist und was immer mehr in der Presse herauskommt und heute sind viele Medienvertreter, Gott sei Dank ja auch hier. Wir haben Entschädigungen bekommen, so wie der Otto das angesprochen hat. Das waren Entschädigungen, das war das Geld dafür, dass wir den Preis bezahlt haben, lange Schließzeiten. Und die sind uns auch zugestanden. Und jetzt kommt ständig, wir wären überfördert geworden. Es ist auch die Geschäftsführung der ÖHT da und das ist mir sehr wichtig. Und Matthias Matzer hat ganz am Anfang seiner Funktion als Geschäftsführer sich 50 Bilanzen wahllos herausziehen lassen und die analysiert. Und bei 48 dieser 50 hat es keinerlei Überförderung gegeben. Bei einem hat es gepasst und bei jedem 50. hat man gesagt, ja, schaut gut für ihn aus, wie man so auf Wienerisch sagt. Also wir sind weit weg. Und man versucht uns jetzt ein schlechtes Gewissen dafür einzureden, dass wir dieses Geld bekommen haben. Jeden Tag steht in den Zeitungen, die KOFAG fordert zurück und zurück und zurück und wir haben viel zu viel bekommen. Wir haben einen sehr hohen Preis bezahlt und den sehen wir tagtäglich, weil uns viele Mitarbeiter abhanden gekommen sind in dieser Zeit, für die der Tourismus ein wirklich sicherer Berufszweig war, egal in welcher Bandbreite, und von heute auf morgen war er das nicht mehr. Die sind uns abgeworben worden, auch vom Staat, hat geheißen, geht's in die Pflege, dort brauchen wir auch Leute, die sind weg. Und das ist jetzt die Misere. Und die kostet uns noch einmal viel mehr, glaube ich, als diese minimale Überförderung, die es vielleicht da oder dort gegeben hat. Überförderung, wir haben ja gehört auch, dass das in Deutschland ganz anders tituliert wird, eben nämlich als Schadenersatz. Das macht ja auch gleich eine ganz andere Stimmung und da verbindet man ja auch etwas damit, was ja eigentlich auch in die richtige Richtung geht. Gehen wir gleich direkt hinein in die Arbeitsmarktpolitik und wenn wir dann nach Deutschland schauen, dürfen wir durchaus auch ein bisschen neidisch sein. Wir haben heute schon gehört und darüber werden wir natürlich noch sprechen, ob jetzt Rot-Weiß-Rot-Card oder Saisoniers-Kontingent erhöhen oder auch, dass man dann noch andere Eigenschaften mit einbezieht, so wie zum Beispiel Sprachen können, wenn man sagt, man nimmt jetzt neue Mitarbeiter aus anderen Ländern auf. Ihr macht es in Deutschland schon seit einigen Jahren ganz anders. Jetzt steht es ja kurz davor, ihr arbeitet gerade am zweiten Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, die Bundesregierung der neuesten Generation. Ist das die Richtung, in die die moderne Arbeitsmarktpolitik gehen sollte? Benchmark, ein Teil der Lösung auch, weil wir hören heute den ganzen Tag, überall kämpft man mit dem Fachkräftemangel.
Ihr arbeitet da wirklich, also ihr tut es nicht klotzen, nicht kleckern, so meine ich jetzt. Ja, ich nehme das gerne mit, also die Euphorie, die in Deutschland noch nicht so ganz ausgebrochen ist. Warum? Weil es ist ja noch nicht umgesetzt, sondern wir haben in der Corona-Zeit bis zu 160.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verloren. Zum Glück sind wir wieder pari, jetzt per heute, dass wir die wieder zurückgewonnen haben, brauchen aber jetzt noch viel mehr. Wir kriegen wieder Auszubildende. Das heißt, das Image der Branche ist wirklich gut. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen Zuwanderung von außen. Der Chef der Arbeitsagentur in Deutschland hat gesagt, wir brauchen 400.000 Arbeitskräfte von außen. Und das erste Arbeitskräfte-Einwanderungsgesetz, wir Deutsche lieben solche Worte, diese Bandwürmer, dieses ist in 2020 verabschiedet worden, natürlich mitten in Corona. Und in Corona sind keine ausländischen Arbeitskräfte gekommen. Die Mobilität war extrem eingeschränkt, weil ja auch keine Arbeit war. Aber es war ein Paradigmawechsel, weil heute hat es Herr Professor Dr. Fels in dem Vortrag schon gesagt, wir brauchen nicht nur Fachkräfte. In der Vergangenheit haben wir Fachkräfte einwandern lassen, meistens Akademiker. Jetzt richtet sich das sehr stark an Arbeitskräfte. Wir brauchen Hände, Füße, einen Kopf dazwischen, die laufen, und das ist extrem wichtig. Und das ist jetzt im November letzten Jahres, ist das im zweiten Gesetz so verankert worden. Wir haben jetzt ein Vier-Punkte-Programm, auch das lieben Deutsche ja, und arbeiten jetzt das Vier-Punkte-Programm ganz ordentlich ab. Es gibt eine Chancenkarte, ich darf ein bisschen spicken. Das ist nicht nur Menschen, das sind Menschen, an die sich das richtet, denen wir Deutsche zutrauen, dass sie bei uns langfristig arbeiten und sich selber versorgen können. Dann gibt es ein sogenanntes Punktesystem, dass man also danach schaut, wie zum Beispiel die Sprachkenntnisse sind und ob sie Abschlüsse haben, ausländische Abschlüsse, die man in einer Erfahrungssäule zum Beispiel bewertet. Das ist zwar etwas, wenn man eine akademische Ausbildung nicht anerkennt, aber dann muss dann trotzdem zugestehen, dass jemand in seinem Beruf gearbeitet hat. Und es gibt dann in diesem Punktesystem die Möglichkeit, dann wie so eine Trimm-dich-Spirale dann genug Punkte zu sammeln, um für 6 Monate ins Land zu kommen, sich in diesen 6 Monaten einen Arbeitgeber zu suchen, der einen dann auch unterstützt. Und nach 6 Monaten wird dann darüber entschieden, ob derjenige dann bleiben darf oder nicht. Das ist übrigens extrem interessant auch für die Immigranten bei uns, die im Augenblick nicht arbeiten dürfen. Das ist ja völlig irre. Wir lassen Millionen von Menschen in unser Land und verbieten denen dann zu arbeiten. Das war jetzt bei unseren jungen syrischen Immigranten, die bei uns im Haus sind, im Land sind, natürlich fatal, weil ganz ehrlich, jetzt, wenn junge 20-Jährige 6 Monate in eine Turnhalle sperrt, die keine Arbeit haben, keinen geregelten Arbeitsablauf, kommen die überraschenderweise auf blöde Gedanken. Da möchte ich also niemanden von frei machen nicht über einen Kamm scheren, aber deshalb haben wir uns auch Probleme reingeholt. Wer abends müde vom Arbeiten ist, sozial integriert, der ist einfach in Deutschland besser aufgehoben, als wir das zurzeit haben. Letzter Punkt ist Westbalkanstaaten, für uns extrem wichtig, Serbien, Montenegro, diese Länder. Da haben wir bislang ein Kontingent von 25.000 im Jahr gehabt, das geht jetzt auf 50.000 los. Also es sind tolle Maßnahmen. Was uns etwas frieren lässt, Angela, ist, glaube ich, dass das komplett digitalisiert vonstatten gehen soll. Und da erschrickt man sich als Deutscher, aber Digitalisierung können wir nicht gut. Fahren Sie mal mit dem Auto über die Straßen, also wie oft das WLAN, also das Handynetz wegbricht. WLAN ist nicht so richtig bei uns. Also Entbürokratisierung oder Beschleunigung der Bürokratie, was Herr Professor Dr. Fels heute gesagt hat, und Digitalisierung. Wir hoffen, dass das klappt. Die Ansätze sind super. Wir brauchen die Menschen extrem. Wir brauchen Hände und Füße. Und das ist das, was wir uns davon verhoffen. Und wenn wir dann mal angeben können, dass das funktioniert hat, komme ich gerne wieder. Das können die Deutschen definitiv gut, oder? Genau. Walter Veit, genau dieselbe Problematik natürlich, das haben wir heute ja auch schon des Öfteren gehört, auch in der Arena-Analyse bei allen Vortragenden, auch ein unterschiedlicher Umgang von der Politik damit. Große Schritte, kleine Schritte. Das ist absolut richtig. Und Susanne Graus-Winkler, unsere Staatssekretärin, hat ja schon einiges bewegen können. Aber wir wissen alle, es ist viel zu wenig. Und auch wenn wir applaudiert haben für 400 Saisonkontingentplätze, 4.000 hätten wir mal gebraucht für die Wintersaison, so als ersten Schritt. Das ist ganz klar. Aber es gibt halt einen Regierungspartner und das muss sich irgendwo ausverhandelt werden. Tatsache ist, ich glaube, wir haben auch ein Potenzial, und das betone ich immer wieder,
an Menschen in diesem Land, die eigentlich auch arbeiten könnten. Und wie es der Landeshauptmann in der Früh schon gesagt hat, wir haben in Salzburg die geringste Arbeitslosigkeit und ich habe das dann nicht mehr ergänzen wollen. Es war vor 2-3 Tagen eine Konferenz vom AMS Salzburg und da wurde festgestellt, erstmalig gibt es wesentlich mehr offene Stellen als Arbeitssuchende in diesem Bundesland. Also das hat es seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben. Unglaublich. Ja? Und wir ringen und kämpfen und so wie der Otto gesagt hat, wir brauchen Menschen, die Dienst leisten und Dienstleistung muss wieder attraktiv gemacht werden, weil Dienstleisten ist was Schönes. Ich habe das mein Leben lang gerne gemacht, am Gast zu arbeiten und Gästen Freude zu machen im Urlaub. Und in diesem Sinne muss man uns auch unterstützen, dass von 300.000 Menschen, die im Osten sitzen und leider dort keinen Job finden, vielleicht der andere da bewegt werden kann, bei uns was zu tun. Und wir bieten ja alles in der Ferienhotellerie. Vom 3-Stern-Niveau haben wir unsere Zimmer. Das passt ja alles. Aber wenn dann 60 probeweise geschickt werden und nach 3 Wochen bleiben 1 oder 2 über und dann hören die auch auf mit Monatsende, dann stimmt in unserem System was nicht. Und irgendwann werden wir uns das nicht mehr leisten können. Und das hat der Herr Professor auch gezeigt. Dann stehen wir mal dort wie Italien und irgendwann ist einmal der, entschuldige, du als Südtiroler, aber irgendwann ist der Ofen aus mit dem Geld. Ne? Und wenn die Zeiten schwieriger werden und alles teurer wird, dann muss man irgendwann an meinem Tisch klopfen und sagen, hallo Freunde, jetzt arbeiten wir wieder was oder etwas mehr. Und nicht zurücklehnen und sagen, 4 Tage, 3 Tage und der Staat sorgt für mich. Also das ist meine ganz klare Ansage. Nur der Korrektheit halber, Manfred Pinsker, wir zählen Südtirol nicht zu Italien, sind wir uns einig. Kommen wir noch auf ein anderes wesentliches Thema zu sprechen, von dem wir heute auch schon gehört haben. Und zwar, wenn es um die Eigenkapitalquote geht, da wissen wir ja, das zählt nicht unbedingt zu den stärksten Zahlen in den Hotelbilanzen. Wir kennen auch die Nachteile im Rahmen der Covid-19-Begünstigungen. Hat es jetzt bei euch in Südtirol etwas gegeben, und zwar die Möglichkeit, Betriebsgüter aufzuwerten, also den Anschaffungspreis an den Verkehrswert anzupassen? Wie stark ist das jetzt von der Hotellerie auch wirklich genutzt worden und ist auch das, was man sich davon erhofft hat, eingetreten, nämlich, dass es eine bessere Verfügbarkeit von Krediten auch gibt? Ja, ich schicke mal voraus, dass wir alle wissen, dass unsere Betriebe, sprich unsere Immobilien, sehr kapitalintensiv sind. Wenn wir nicht irgendwie fast jedes Jahr irgendwas machen in unseren Betrieben, dann sind wir ja weg vom Markt. Wir sind ja fast gezwungen, um natürlich wettbewerbskonform, wettbewerbsfähig zu bleiben, immer wieder was Neues zu machen. Die Gäste haben Ansprüche, die wollen fast jedes Jahr irgendwas Neues sehen. Also wir sind gefordert. Ne? Jetzt diese Aufwertung ist vom Staat her gegeben worden, diese Möglichkeit. Sie fragten mich, Frau Bichler, wie viele werden das gemacht haben? Schätzungsweise jetzt in Südtirol sehr viele, weil es war natürlich eine Möglichkeit zum Nulltarif, weil sonst eine Aufwertung, derzeit kann man sie auch wieder machen mit dem neuen Haushaltsgesetz, kürzlich verabschiedet, zu 16% des Mehrwertes. Aber damals war das zu 0%. Also das haben viele gemacht, das müssen wir ganz klar und deutlich sagen und bringt theoretisch sehr viel. Eine Aufwertung ist ganz klar. Also der Immobilienwert wird ja dann an den Verkehrswert angepasst. Muss natürlich eine Schätzung vorliegen, eine eidesverantwortliche Schätzung und die wird dann als Maßnahme hergenommen. Passt soweit alles in Ordnung. Die zweite Frage, die Sie stellten, war, hat das was gebracht bei der Kreditbeschaffung, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja, ich würde sagen indirekt. Direkt wissen wir ja alle, was machen die Banken, wenn wir anfragen um neue Kreditlinien, Darlehen. Dann wird zuerst mal die Vorschau geprüft und ist die Rückzahlbarkeit gegeben, ungeachtet des Verkehrswertes, ist die Rückzahlbarkeit gegeben. Das wird bei uns gemacht. Schweiz, glaube ich, geht das alles so lala, oder? Nicht Schweizer Franken. Aber bei uns wird das halt so gemacht und ich glaube auch in Deutschland. Auf alle Fälle ist das die Voraussetzung, aber diese Aufwertung, würde ich schon sagen, steuerlicher Natur, ne? Also Absetzbarkeit und steuerlicher Natur hat sehr viel gebracht. Deshalb, weil Sie uns da oder mich da herausfordern, muss ich auch zugeben,
dass der italienische Staat gerade, was unsere Immobilien anbelangt, eine sehr gute Maßnahme erlassen hat. Das müssen wir anerkennen. Also da zählen wir dann Südtirol doch wieder ein bisschen zu Italien. Bitte, Herr Zülig, freilich. Darf ich einen Satz sagen zu den Schweizer Banken und so? Also da, das kann ich nicht einfach so im Raum stehen lassen. Also bei uns wissen die Banker also sehr genau, was Basel II und III nicht ein Vorort der Stadt Basel sind. Also die schauen auch darauf, also die Kreditvorgaben sind schon relativ hart. Also Ertragsbelehnung, also wir können nicht einfach in die Tresorräume der Schweizer Banken reinlaufen und uns da Geld holen. Also schön wär's, oder? Aber was ist jetzt eigentlich dran an diesem Witz, den man sich immer erzählt, dass einer in eine Schweizer Bank kommt und dann flüstert, ich möchte gerne 10 Millionen Euro einzahlen. Und dann sagt der Schweizer Bankier, bei uns muss sich niemand schämen, wenn er arm ist. Sie können ruhig laut sprechen. Ja, war ich noch nie dabei. Ich arbeite nicht bei der Bank. Also heute geht es auch digital einfacher, anstatt mit dem Koffer, oder? Also. Walter. Ja, wenn ich zur Eigenkapitalstruktur unserer Betriebe in Österreich was sagen darf. Natürlich ist die jetzt hinuntergegangen in den letzten 2 Jahren. Und natürlich brauchen wir vernünftige Bilanzen und sollen genügend Eigenkapital darstellen können, weil sonst hatte die Bank in der Refinanzierung ein Problem oder der Kredit wird entsprechend teuer. Jetzt haben wir natürlich immer wieder angeregt und gesagt, dann lasst uns doch wenigstens die Grundstücke auf 70-80% des Verkehrswerts aufwerten. Weil gerade in der Ferienhotellerie ist es ja so, wir haben ja eine Parzelle um die andere gekauft und wenn ich in meiner Bilanz schaue, da sind Grundstücke drinnen, die haben begonnen mit 10 Schilling und dann mit 100 Schilling und dann waren es einmal 200 Schilling und da hat es noch lange keinen Euro gegeben. Also das ist ja heute nichts. Aber wenn wir das dann heranführen in tourismusstarken Regionen, dann sind wir halt bei Quadratmeterpreisen, ihr wisst das alle, 1000 Euro und aufwärts. Ja? Also wenn ich das halbwegs hinaufführe, stehe ich schon ganz anders da. Und das wäre eigentlich eine Win-Win-Situation für den Staat, weil das kostet ihm 0,0 und wir können das Vermögen, das eigentlich da ist, das weiß die Bank natürlich auch, darstellen, so wie es halbwegs richtig ist und die kann sich auch besser refinanzieren und das heißt nicht, der Tourismus ist so ein großes Risiko. Und jetzt kommt das Aber. Wir stehen ja in politischen Umbruchzeiten und die Veränderung mag in diesen Zeiten dann vielleicht nicht gerade besser werden, auch wenn sie jetzt nicht optimal ist, um das einmal höflich zu sagen. Und von denen, die eventuell bald an die Regierung kommen, höre ich ständig Vermögenssteuern, Vermögenssteuern, Reiche besteuern. Wenn wir jetzt unsere Bilanzen, die Grundstücke, die Objekte dorthin bringen, wo sie hingehören, und dann nimmt man es uns wieder weg und sagt, jetzt bist du ein reicher Hotelier, dein Grundstück ist so viel wert. Ja, damit habe ich ja noch nicht einen Cent verdient, nur weil das Grundstück jetzt so viel wert ist. Da geht es einfach nur um Fairness. Aber das ist die Gefahr, die ich sehe und darum bin ich eigentlich mit dieser Forderung schon wieder leiser geworden. Herr Linter, Sie wollten aus deutscher Sicht sozusagen noch etwas dazu sagen. Wir merken, dass der Ertragswert eigentlich so der zentrale Punkt ist, auf den die Banken abstellen und immer versuchen, in die Zukunft hineinzuschauen. Drollig finde ich wirklich, wenn Sie mir den rheinischen Ausdruck verzeihen, dass die Banker, die einem vor 15 Jahren kein Geld gehabt haben, zwischendurch dann meiner Hochzeit in den 10er Jahren dann auf der Expo Real in München vorbeikamen, sagt, ich will doch jetzt gerne mal eine Finanzierung mit Ihnen machen, was ich total erstaunlich fand, weil ich die Leute sonst nur vom Kopf schütteln kannte. Und da kriegt man heute dann die Auskunft, dass sie sagen, nee, Hotelfinanzierung machen wir gar nicht mehr. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch auch so ist, aber ein sehr deutsches Phänomen, also null, also entweder schwarz oder weiß. Wir kennen keine Graustufen. Und das im Augenblick extrem nervt natürlich. Und letzten Endes haben sich die Zinsen verdreifacht jetzt. Und das macht natürlich, ich meine, auf der anderen Seite, 3, 4, 5% Zinsen, wir kennen die und ja noch alle, wenn ich so unsere gemeinsame Haarfarbe angucke, du bist jetzt noch besser dabei, aber wir drei auf jeden Fall, wir kennen ja noch ganz andere Zinsniveaus, wo es auf einmal 7, 8% Zinsen hatte und damals haben wir auch Hotels finanziert. Also wir werden eine gewisse Normalität haben, Herr Dr. Professor Dr. Felz hat das ja heute gesagt, dass auch die auf lange Sicht die Zinsen so hoch bleiben, aber ich glaube, diese Unarten der 10er Jahre sind vorbei, wo die Grundstückspreise, Baupreise, die Bewertungen von Immobilien, die Pachtzinse so nach oben gegangen sind. Das Ganze hat sich wirklich deutlich normalisiert. Und es ist jetzt mal interessant abzuwarten, wie überhaupt neue Hotels in der Zukunft möglich sein werden.
Ich möchte gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das ganz, ganz wesentlich in der Branche ist. Das ist das Thema der Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt anschauen, wie die unterschiedlichen Länder damit umgehen, wir wissen ja, die größte Klimabelastung, wenn wir uns jetzt Klimabelastung in Sachen Tourismus anschauen, entsteht durch die An- und Abreise der Gäste. Die Schweiz ist da sozusagen ein Vorreiter und ein Vorzeigeland, was die nachhaltige Mobilität auf der Schiene betrifft. Immer sagen lassen, nur der Nachbar Luxemburg hat 22 pro Kopf mehr in die Schieneninfrastruktur investiert als die Schweiz. Wie schaut es jetzt bei euch aus mit den Gästen? Wie wird das angenommen? Und wir haben heute auch schon mehrfach gehört, die größte Hürde ist ja dann noch diese Hürde der letzten Meile, des letzten Kilometers. Wie sehen Sie das? Wie setzen Sie das auch um? Welche Lösungen bieten Sie da auch an? Ja, wir sind schon ein bisschen stolz auf unsere SBB, die, so heißt die Bahn bei uns, Schweizerische Bundesbahn. Wir sind ein Bahnland, das ist so. Und jeder hinterste Winkel ist erschlossen und gut erschlossen. Und wenn bei uns der Zug 5 Minuten Verspätung hat, dann recken sich schon die Hälse. An anderen Orten, in anderen Ländern würde man applaudieren bei 5 Minuten Verspätung. Also von dem her... Es funktioniert gut, die Qualität ist wirklich hervorragend. Österreich braucht nicht auf Deutschland zu schauen. Ja. Wir machen da auch schon die Welle bei 5 Minuten. Und ich glaube, es wird auch, von den Touristen wird es sehr gerne genutzt. Wir haben wirklich spezielle Bahnen, die der Bernina Express, der Glacier Express und so. Die werden sehr stark genutzt und das funktioniert auch touristisch sehr gut, die Zusammenarbeit. Also wir haben eine gemeinsame Vermarktungsorganisation, wo wir den Verkauf machen zusammen, Hotellerie Suisse, die Schweizerische Bundesbahn und der Schweiz Tourismus für das Marketing, eine gemeinsame Gesellschaft, wo wir auch Bahnreisen vermarkten, international, also nicht in der Schweiz, sondern vor allem international. Und die letzte Meile ist wirklich das Thema. Also wie bringt man die Gäste dazu, mehr den ÖV zu benutzen? Mein Hotel, das ich habe, ist in den Bergen und wir haben nur einen Postauto-Anschluss. Also wir haben keinen Bahnanschluss. In Chur muss man umsteigen, das ist mühsam. Und dann gibt es eine Postautofahrt, 3/4 Stunden. Und wenn man Gepäck hat, vor allem im Winter mit Skiern und mit Kindern und mit Kinderwagen und mit Schlitten. Und hier müssen wir einiges organisieren und da hilft uns vermutlich die Digitalisierung in Zukunft. Man muss die Möglichkeit geben, dass die Leute das besser Gepäcktransport, also von zu Hause ins Hotelzimmer, das muss funktionieren, oder? Das ist logistisch eine große Herausforderung und ich glaube auch die Vermietung von Sportgeräten und sonstigen Sachen, die man so braucht, wenn man in die Ferien geht mit Kindern, mit einer Familie oder auch zu zweit. Das muss man besser organisieren, dass diese Dienstleistungskette funktioniert auf der ganzen Linie. Da haben wir schon gewisse Ansätze, Flying Back zum Beispiel, dass man von irgendwoher auf der Welt bis ins Hotelzimmer dieses Angebot hat, aber das kostet etwas, das hat natürlich seinen Preis. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, wir müssen auch dahin kommen, dass die Gäste mehr den öffentlichen Verkehr nutzen und weniger mit dem Auto kommen. Manfred Binsker, bitte, gerne. Nur einen Satz dazu, weil die letzte Meile ja angesprochen ist, darf ich auch erwähnen, in dem Fall auch, dass das für uns extrem wichtig ist, dass der Gast, wenn er am Bahnhof ankommt, dann noch in das Hotel, in den Beherbergungsbetrieb kommt. Das haben wir gesehen, bei uns sehr schwierig, nicht? Und dann haben wir als Verband das Konzept mit einem Partner entworfen, auch vorfinanziert, damit, wenn Sie nach Südtirol kommen, mit dem Zug anreisen, dann haben Sie die Garantie, dass Sie vom Bahnhof, entsprechend bei Vormerkung vom Bahnhof, bis in das hinterstgelegenste Hotel, bis in den hintergelegensten Betrieb im Tal gebracht werden. Das ist für uns extrem wichtig, weil wir ja natürlich, wie es im Berggebiet so ist, sehr viele Seitentäler haben und die letzte Meile muss einfach für den Gast garantiert sein. Walter, vielleicht ein Satz zur österreichischen Hotellerie, auch in Sachen Nachhaltigkeit noch dazu, weil ja da wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert ist und weil sich die Diskussion da leider ja auch in den Medien dann oft auf die Negativseite konzentriert, anstatt das zu zeigen, was schon gemacht wurde. Das ist richtig und darum bin ich sehr stolz, dass die Arena-Studie heute vorgestellt wurde, wo man wirklich mit Zahlen, Daten und Fakten gesehen hat, was unsere Branche schon geleistet hat, was sie bereit ist, weiter zu tun, wie sehr sie auf Energie setzt, auf Windkraft und auf viel Photovoltaik auf den Hotels, das passiert überall. Natürlich, die Genehmigungen laufen viel zu langsam,
aber die Betriebe wären da schon noch weiter, weil die Bereitschaft da ist, weil wir uns dann ja noch besser vermarkten können, wenn man im Urlaub ein gutes Gefühl hat. Und was die Anreise betrifft, weiß ich es von Innsbruck, weiß ich es von Salzburg. Wir haben natürlich auch viele Fluggäste. Warum? Da können wir nichts dafür, wenn die Infrastruktur nicht ausgebaut ist und mit der Bahn von Hamburg halt sehr mühsam bis nach Salzburg herunterkomme. Auch wenn jetzt Nachtzüge eingeführt wurden und wie man mir berichtet hat, hat jeder Transportzug, jeder Güterverkehrszug Vorrang vor diesen Zügen. Also die kommen immer irgendwann an und nie dann, wann eigentlich der einsteigt, dort ankommen will. Aber das könnte man lang drüber sprechen. Nur die Gäste, die mit dem Flieger zu uns kommen, und wenn der Flieger voll ist, ist das, glaube ich, ökologisch noch immer viel besser als 250 Autos, die 1000 Kilometer herunterstauen. Und da funktioniert es dann so, dass wir überall Shuttle-Taxis haben in die einzelnen Regionen, die dann dorthin fahren. Und wenn dort eine Ferienzeit beginnt, gerade in Hamburg oder sonst wo, dann fahren ganze Busse und laden in einer Skiregion dann die Gäste dort aus. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt dorthin. Aber es müssen zuerst einmal die Länder ihre Hausaufgaben machen und dann, wenn die Alternativen geschaffen sind, dann werden erstens einmal die Gäste von selber gern umsteigen und wir werden das natürlich propagieren und sagen, das ist der richtige Weg. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir natürlich auch über den Klimawandel sprechen. Und ganz egal, woher die Bilder jetzt gekommen sind in den letzten Wochen, ob aus Österreich, ob aus Deutschland, Südtirol, der Schweiz, überall hat der Schnee gefehlt, der jetzt Gott sei Dank gefallen ist, der jetzt Gott sei Dank gekommen ist. Das ist natürlich auch quer durch die Medien gezogen worden, da muss man auch sagen. Also Adelboden, die Rennen natürlich, das Schneeband, gell, rechts und links, die grüne, braune Wiese und das Tal. Sie haben sich schon vor Jahren dafür eingesetzt, Herr Züllig, dass 100 Bündner Hotels den CO2-Ausstoß markant reduzieren. Also das ist ja auch etwas, was, ich sage mal, hinsichtlich Nachhaltigkeit, hinsichtlich Klimawandel viel bewirkt und der Schritt in die richtige Richtung ist. Wie gehen denn jetzt auch die Schweizer Medien mit so etwas um und wie geht der Schweizer Tourismus damit um, mit solchen Vorbildern? Ja gut, also das war ein Leuchtturmprojekt, das ist schon 10, 12 Jahre her. Wir haben Gott sei Dank einen Preis gewonnen, so den Energie-Oscar der Schweiz. Und das hat natürlich schon geholfen, das Thema im Prinzip die Hotellerie zu sensibilisieren. Also erstens mal durch eine Rückvergütung der CO2-Abgaben kann man Geld verdienen mit dem, indem dass man Energie einspart. Das zahlt sich jährlich aus. Und zweitens bekommt man auch die Abgaben wieder zurück, um wieder zu investieren und dann effizienter zu werden und Geld zu sparen. Also ich glaube, das war ein gutes Modell. Das hat Schule gemacht. Das hat Schule gemacht, ja. Also das waren 100 Betriebe. Mit 100 haben wir mal gestartet, nur in einer Region, wie sagt man hier, in einem Bundesland oder einer Region. Und das hat sich ausgeweitet auf die ganze Schweiz. Was machen wir sonst, was Nachhaltigkeit angeht? Wir haben auch gemerkt während Corona, dass die Sensibilität vor allem der europäischen Gäste zum Thema Nachhaltigkeit schon, vor allem ökologisch natürlich, da ist und die Gäste immer mehr danach fragen. Oder auch internationale Firmen, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben, die Ziele erreichen müssen, fragen nach Hotels, die nachhaltig sind. Und zusammen mit Schweiz Tourismus als Marketingorganisation und allen Leistungsträgern im Tourismus, das sind die Bergbahnen, das sind die Schweizer Berge, das sind die Skilehrer, das sind die Hotels, die Gastronomiebetriebe, die Perke und so weiter, haben wir ein neues Label kreiert, Swissstainable, eine Zusammensetzung von Swiss und Sustainable. Und da kann man sich zertifizieren lassen. Mittlerweile sind 1600 Betriebe dabei, Destinationen, Betriebe, 40% sind Hotels. Ich meine, das sind erste Schritte. Und mit dem können wir jetzt auch ein Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit finanzieren, gemeinsam unter dem Dach der gesamten Tourismusorganisation, dass wir ein Kompetenzzentrum haben, wo wir die Branche sensibilisieren können, Aus- und Weiterbildung anbieten können und eben die Zertifizierung an für sich durchführen können. Das ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Auf der einen Seite ein bisschen Marketing, auf der anderen Seite Sensibilisierung und jetzt im jetzigen Umfeld ist es auch Kosteneinsparungen. Oder? Nachhaltigkeit natürlich auch ein breites Themenfeld, über das wir noch lange sprechen könnten, aber ich möchte gerne noch etwas anderes ansprechen, und zwar mit Ihnen, Herr Lindner. Es gibt eine Kooperation mit Kununu, also das ist dieses Portal, wo Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bewerten können. Ist das ein zweischneidiges Schwert? Wie sehen Sie das? Wo liegen da die Hotels in Deutschland bei der Bewertung?
Andersrum, die Arbeitgeber bewerten, die Arbeitnehmer bewerten die Arbeitgeber. Das meine ich, ja. Also die Mitarbeiter ich hatte gerade falsch verstanden. Ja. Nein, es ist, ich bin genervt. Und zwar tierisch genervt, wenn an unserer Branche ständig andichtet, dass wir nur irgendwelche masochistisch veranlagten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die gequält dann als letzte Chance die Hotellerie und Gastronomie nehmen. Also wir haben in Deutschland 3 Millionen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf die ich extrem stolz bin. Und ich glaube, dass das Image viel besser ist. Also ich habe in meinem Betrieb, in meinem Unternehmen bei den jährlichen Mitarbeiterbefragungen immer rausbekommen, dass wir wirklich sehr, sehr gute Noten bekommen. Also wir hatten immer von 1 bis 5 eine 2,13. Jetzt ohne anzugeben, glaube ich, dass wir gar nicht so viel besser sind als viele andere. Ich hoffe es natürlich, dass man ein bisschen besser ist. Und dann höre ich dann oder schaue abends Fernsehen und sehe dann, dass bei prekären Arbeitsverhältnissen immer ein Koch oder ein Zimmermädchen übers Fernsehen läuft, und das kann es nicht sein. Und die klare Erkenntnis ist, wie es vor einigen Jahren Hotelbewertungen gegeben hat, vor 20 Jahren, und das hat uns alle wahnsinnig gestört, dass unsere Gäste frei im Internet jetzt ihr Wissen weitergegeben haben, ist es seit einigen Jahren so, dass es Hotelbewertungsportale, Arbeitgeberbewertungsportale gibt. Und das ist natürlich für uns auch ein Schock. Nur, es ist aus meiner Sicht die ehrlichste Bewertung, weil man nennt es den Publikumspreis, dass das, wir werden offen und ehrlich bewertet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man da offensiv mit umgeht, und wir werden es nicht abstellen können, wir müssen offensiv damit umgehen, dann wird man gute Ergebnisse erreichen. Wir haben uns mit verschiedenen Anbietern unterhalten, unter anderem auch mit Kununu, und sind mit denen dann, weil das Match stimmte, mit Kununu sind intensiver ins Gespräch gekommen. Und eine der ersten Fragen war, wie viele Branchen reden denn mit euch überhaupt? Haben gesagt, niemand. Es gibt keine Branche in Deutschland, die sich mit mit Arbeitgeberbewertungsportalen mal zusammengesetzt hat. Dann haben wir uns das näher angeguckt und eine Sache zum Beispiel gefunden. Wir sind in einem Cluster Touristik. Das heißt also Reisebüros, Gastronomie und Hotel und viele andere werden zusammengefasst. Und das führt natürlich dann auch zu Fehlern, finde ich, in der Bewertung. Und wir haben durchgesetzt, Kununu, dass wir ein eigenes Cluster kriegen, nur für Hotels. Ergebnis per heute ist, dass wir deutlich mehr Bewertungen bekommen. Wir gehen sehr offensiv damit um und dass die Bewertungen deutlich über dem Durchschnitt liegen. Und meine These ist, wir sind eine Branche, auf der viele unserer Mitarbeitenden sehr, sehr stolz sind. Und ich möchte auch der Presse gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber harte Argumente haben, dass wenn einer sagte mal, ihr verhaltet euch schlecht, also das, was in der Arena-Schule rausgekommen ist, ist, finde ich, zu defensiv. Ich bin der Auffassung, dass wir tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die jeden Tag gerne zum Job kommen. Wir bieten sehr flexible Arbeitsverhältnisse an. Wir bieten die Möglichkeit für absolute Fachkräfte in sehr kurzer Zeit Karriere zu machen. Wir sind extrem durchlässig. Wir bieten sehr unterschiedliche Arbeitsmodelle an, auch für Ungelernte. Also es ist eine tolle Branche und die gehört auch entsprechend respektiert. Und das möchten wir versachlichen. Und ich kann auch den Argument, ich weiß, dass, ne, dass das im ÖAV sehr kontrovers diskutiert wurde. Wir werden unsere Mitarbeiter nicht verstecken können, unsere Talente. Das heißt, natürlich bekommen sie eine gewisse Öffentlichkeit, natürlich begeben wir uns in die Hand desjenigen, der Daten auswerten wird, nur wir werden es nicht verhindern können. Also lasst es uns gestalten, lasst uns offensiv damit umgehen, lasst uns klare Spielregeln entwerfen. Das, was wir bei den OTAs verpasst haben, die uns links und rechts überholt haben, darf uns bei den Mitarbeitern nicht passieren. Und deshalb haben wir uns als Hotelverband entschlossen, da sehr offensiv mit umzugehen. Und ich finde jede schlechte Arbeitgeberbewertung eine echte Chance, und die auch die Authentizität erhöht. Und ganz extrem, wenn jemand sich schlecht benimmt seinen Mitarbeitern gegenüber, gehört er auch bloßgestellt. Ja, ein spannendes Thema, natürlich auch immer wieder sehr ambivalent, sage ich jetzt einmal, von beiden Seiten betrachtet. Walter. Ja, ich kann dem Otto seine Worte nur unterstützen. Wir in Österreich haben uns mit dem Thema Kununu ja auch schon auseinandergesetzt im Präsidium. Wir sind noch in der Entscheidungsfindung. Wir haben es im Frühling jetzt wieder auf der Sitzung drauf und besprechen darüber, weil es braucht sich ja niemand verstecken.
Der Arbeitsmarkt hat sich längst gedreht. Ich glaube, es braucht heute niemand in einem schlechten Betrieb als Mitarbeiter arbeiten, weil es stehen ihm alle Türen offen. Es gibt so viele Arbeitsplätze und er kann sich auch nahezu aussuchen, was er verdienen will. Und das Erfreuliche ist, kann ich jetzt schon den österreichischen Kollegen sagen, Conuno hat uns bestätigt, dass unsere Branche besser liegt als der Schnitt. Also da sind wir mindestens genauso gut wie ihr in Deutschland. Wir wollen natürlich noch besser werden. Wie die Kooperation bei uns ausschauen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird im Präsidium entschieden, da sind wir demokratisch aufgestellt. Aber das Thema ist auch bei uns angekommen. Ein spannendes Thema. Und ich glaube vielleicht wirklich dieser Weg, dass man so offensiv damit und so offen damit umgeht, fördert natürlich dann auch die Ehrlichkeit und sieht da auch ein bisschen aus. Vielleicht ist das die Lösung. Auf jeden Fall. Also nochmal, wir wollen das ganz klar kommunizieren, ist absolut anonym. Also mein Traum ist, dass wir auch zum Beispiel jährliche Mitarbeiterbefragungen in den Hotels auf die Plattform bringen. Und das ist bei 3 Millionen Arbeitenden bei uns in der Branche, hoffe ich, dass wir irgendwann 100.000 Bewertungen im Jahr haben, dass wir wirklich auch eine relevante Gruppe haben von Menschen, die uns bewerten. Und ich möchte jedem Journalisten, der wieder mal behauptet, dass das nur Verrückte bei uns in der Branche arbeiten, das vorhalten und sagen, hör auf mit der Folklore. Hier sind harte, belastbare Fakten und das wird dann verfangen. Und wir können die Entwicklung nur von innen heraus starten. Ganz ehrlich, das hilft uns nicht, wenn wir Aufkleber an die Tür machen, sondern das Einzige, was zählt, ist, ich wiederhole mich, der Publikumspreis. Bevor wir zur Schlussrunde kommen, weil ihr habt gesehen, ich bin nicht Thomas Gottschalk, so viel darf ich nicht überziehen und Sie haben ja heute noch einen schönen Abend in der Residenz vor sich, möchte ich ein Thema noch ansprechen, das auch in der Arena-Analyse herausgekommen ist. Es ist darum gegangen, dass Destinationen sich eben ganz bewusst sein müssen, wie sie sich präsentieren, wo sie sich positionieren und mit den Besucherströmen auch die Art und Weise, wie man damit umgeht, wie man die lenken kann. In Südtirol, Herr Pinsker, hat man den Weg gefunden, dass man eine Bettengrenze eingeführt hat. Wie funktioniert die ganz genau und sehen Sie das als approbates, als richtiges Instrument? Ja, also was eingeführt wurde, ist eine Bettenobergrenze pro Betrieb 150 Betten, nicht Zimmer, Betten. Ne? Wieso? Mit 1. Juli 2020 ist ein neues Gesetz für Raum und Landschaft, ein Rahmengesetz im Südtiroler Landtag beschlossen worden. Und das Land Südtiroler hat ja primäre Gesetzgebung in urbanistischen, also raumordnerischen Fragen. Wir durften natürlich über unsere politischen Verbindungen schon mitarbeiten im Bereich, der uns betrifft. Vorausgegangen ist, und das ist ja klar, eine lange und eine kontrovers geführte Diskussion zum Overtourismus. Haben wir heute ja auch schon gehört hier. Und dieser Diskussion müssen wir uns, ob wir wollen oder nicht, als Touristiker stellen. Ist klar, wir können Tourismus nur betreiben im Einvernehmen mit der Bevölkerung. Das ist Fakt und deshalb haben wir uns auch dieser Diskussion gestellt und haben zusätzlich im Jahr 2017 war das eine Umfrage unter unseren Mitgliedern gemacht mit verschiedenen Fragestellungen. Nicht? Was meint ihr, sollen wir zurückfahren in den Erweiterungsmaßnahmen, in den Folgemaßnahmen? Wie ist die Sicht der Mitglieder? Die Rückmeldung, um es nicht allzu lang zu machen, war: Vielleicht haben sich nur die gemeldet, die gerade erst gebaut haben, kann auch sein. Auf alle Fälle hatten wir bei 4.600 Anfragen, die wir geschickt haben, circa, Herr Direktor, 1.200 Rückmeldungen in etwa, also eine repräsentative Antwort und eine Auswertung hat ergeben, dass wir selbst, wir Gastronomen, Hoteliers, eigentlich einverstanden sind, dass mal zurückgefahren wird, weil wir natürlich, ich wiederhole, Tourismus nur im Einvernehmen mit der Bevölkerung machen und nicht auf Kriegsfuß damit gehen wollen. Man geht ja nur in ein Land Urlaub machen, wenn man weiß, man ist dort auch willkommen. Nicht? Und das war für uns die Grundvoraussetzung. Auf alle Fälle, was haben wir dann in der Folge zu den einzelnen Durchführungsmaßnahmen zu diesem Gesetz dann kann man sagen, mitgestaltet, nicht? Ist Fakt. Wir haben jetzt einen Deckel, gesetzlichen Deckel von 150 Betten in Südtirol und das widerspiegelt auch irgendwo die Realität. Wir haben im Land ja
sehr viele, fast nur Familienbetriebe. Und hier ist natürlich dieser Deckel mit 150 Betten, ist noch ein familiäres, dürfen wir schon sagen, Hotel. Was noch dazu gekommen ist, dass es neue Betriebe mit Ausnahme der schon vor Jahren genehmigten Tourismuszonen, urbanistische Widmung, Tourismuszone, die dürfen noch bauen, weil wenn Sie sich in den nächsten Jahren vielleicht sehen, da ist doch noch was gebaut worden. Das sind alte Zonen, die schon genehmigt wurden, neue Zonen derzeit für einen Neubau eines Beherbergungsbetriebes gibt es nicht mehr. Unser Auftrag, um es auf den Punkt zu bringen, war und ist nach wie vor für unsere bestehenden Betriebe bestimmte Entwicklungsmöglichkeiten zu garantieren. Und das ist eine Herausforderung. Wir müssen den jungen Leuten ja auch Perspektiven geben, Chancen geben, dass sie sich im Betrieb entfalten können und dass sie auch Zukunftschancen sehen. Und das wissen wir ja und das ist natürlich extrem wichtig. Interessant, gestern, alle die dabei waren im Hangar 7, der Bürgermeister, wenn ich mich recht erinnere, Berndner, wer ist der Harald? Bräuner, viel aber nicht abgefällt, Bräuner. Bürgermeister Bräuner hat interessanterweise auch erklärt, dass in der Stadt Salzburg und im Land, und ist das im Land auch oder nur? Nur im Land, 60 Zimmer, detto massimo würden wir sagen, also 60 Zimmer darf man realisieren, mehr auch nicht. Also auch interessant, um dem unliebsamen Diskussionen, ich sage nochmal, den man sich stellen muss, entgegenzuwirken. Also wir, unser Auftrag als Interessensgemeinschaft ist es schon, dem zu respektieren, aber gleichzeitig für die bestehenden Betriebe entsprechende Möglichkeiten zur qualitativen und teils auch zur quantitativen Erweiterung zu gewährleisten. Das ist der Auftrag und dem kommen wir auch nach. Wunderbar. Walter Veit, also da war jetzt so viel Input aus ganz, ganz verschiedenen Themen, all die Themen, die jetzt für die Branche wesentlich sind, wichtig für die Zukunft der Branche. Ich denke, da kann man sich einiges mitnehmen, auch, sage ich mal, so als leise Handlungsaufforderung auch vielleicht in Richtung Politik für die Rahmenbedingungen. Natürlich, absolut richtig. Ich werde mich ganz kurz fassen. In Österreich kann man das natürlich quer übers Land nicht so ausbreiten wie Südtirol, weil die Dimensionen doch ein bisschen anders sind. Und wir haben in Regionen in Österreich, denken wir ans Waldviertel oder an Osttirol, wo wir durchaus noch gerne Betten hätten und dort den Tourismus ein bisschen besser etablieren. Aber wir haben natürlich Regionen, wo es schon an Obertourismus geht. Und da ist ja jetzt auch festgelegt worden, da wird es keine Förderungen mehr geben, ab 500.000 Nächtigungen und so weiter und sonstiges. Dieser Schritt vom Harry Bräuner hat mir auch gut gefallen, weil einfach immer mehr Konzerne, entschuldige Otto, aber hereingedrängt haben in die Stadt Salzburg. Und jetzt haben wir 15.000 Betten in dieser kleinen Stadt, also da können wir genug bespielen. Und ich denke, zu viele Markteinschränkungen möchte ich nicht, weil ich bin für einen freien Wettbewerb, für einen freien Markt. Und das soll sich rechnen, überall. Aber wir sind ja auch im Innergebirg begrenzt von den Möglichkeiten, überhaupt bauen zu können, weil ja Lawinenzonen sind und so weiter, Schutzwälder, Bahnwälder, sonstiges. Also du kannst nur in ganz kleinen Räumen was tun und wir sollen auch der nächsten Generation was überlassen. Und das ist das Wichtigste und damit wäre ich am Ende. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei meinem hochkarätigen Podium. Es war wirklich großartig, dass Sie uns ein bisschen einen Einblick gegeben haben in der Kürze der Zeit in so viele verschiedene Themen, wie das eben in Deutschland, Südtirol, der Schweiz und auch bei uns in Österreich gehandhabt wird. Noch einmal ein herzliches Dankeschön und Sie bitte ich um einen Applaus. Bevor ich Sie vom heutigen Kongresstag sozusagen in die Abendveranstaltung und ins Abendprogramm entlasse, noch ein paar wichtige Hinweise. Ab 19 Uhr geht's los in der Residenz zu Salzburg. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.